Ich darf Sie jetzt schon zur sechsten und letzten Einheit unseres EB-MOOC begrüßen. Und heute geht es um digitale Tools in der Beratung, in der Online-Beratung. Und im ersten Video gibt es wieder eine Einführung in das Thema. Wovon sprechen wir überhaupt im EB-MOOC, wenn wir von Beratung reden? Man kann grundsätzlich zwischen Expertinnenberatung und Prozessberatung unterscheiden. In der Expertinnenberatung wird konkretes Wissen professionell weitergegeben. Das heißt, der Kunde oder die Kundin hat einen ganz definierten Informationsbedarf und bekommt diese Information ohne weitere Rückfragen geliefert. Demgegenüber steht die Prozessberatung. Hier geht es um professionelle Hilfe zur Selbsthilfe und die Aufgabe des Beraters oder der Beraterin ist eine Art Begleitung. Der Kunde oder die Kundin wird dabei unterstützt, selber Lösungswege zu erarbeiten und im Anschluss auch eigenständig umzusetzen. In der Praxis ist die Prozessberatung oft mit Anteilen von Expertinnenberatung durchmischt. Das gilt auch für die Erwachsenenbildung. In der Bildungsberatung und in der Lernbegleitung dominiert oft die Prozessbegleitung, wird aber angereichert durch Expertinnenwissen. Zum Beispiel das Wissen über Ausbildungswege oder über ganz konkrete Lernstrategien. Im EB-MOOC thematisieren wir Online-Beratung aus zwei Perspektiven. Erstens als bestehende Praxis in der Bildungsberatung und zweitens als Möglichkeit in der Lernberatung. Für die Online-Bildungsberatung gibt es hier schon viele Überlegungen und eine etablierte, wenn auch dynamische Praxis. Für die Lernberatung betreten wir mit dem Online-Zugang hier eher Neuland. Aber dazu kommen wir später. Man kann sich die berechtigte Frage stellen, warum Beratung überhaupt online ablaufen sollte. Nun, 2015 gab es in 85% der österreichischen Haushalte einen Internetzugang und für die Hälfte der Smartphone-Besitzer und Besitzerinnen gab es bereits 2013 keinen Unterschied mehr zwischen online und offline. Sie sind mit ihren Smartphones permanent online. Etwas überspitzt könnte man daher sagen, online ist der Ort, an dem die Kundinnen sind, auch die Beratungskundinnen. Das gilt es in Beratungsangeboten zu berücksichtigen. Der Online-Beratung werden gegenüber der persönlichen Beratung diverse Vor- und Nachteile nachgesagt. Es gibt auf jeden Fall Unterschiede. Als größter Nachteil wird oft genannt, dass es sich eben nicht um ein persönliches Gespräch handelt. Aber das ist nicht immer ganz richtig, denn bei den neuen videobasierten Formen läuft die Kommunikation verbal ab und durch das Videobild hat man auch die nonverbalen Signale des Gegenübers. Das ist sehr unmittelbar und ohne Zeitverzögerung, also sehr ähnlich wie in einem persönlichen Gespräch. Wir kennen das Erleben ja vom Videoskype. Etablierter als die Videoberatung ist die textbasierte Online-Beratung, also die Beratung in einer Art E-Mail oder Chat. Auch hier berichten Berater und Beraterinnen von einer größeren Offenheit seitens der Beratungskundinnen, weil diese den Kontakt stärker steuern können und sich daher vielleicht sicherer fühlen als im persönlichen Gespräch. Wer gerne anonym bleibt, kann das online leichter tun und das Skypen oder Mailen in den eigenen vier Wänden kann zur Entspannung beitragen. Insofern kann Online-Beratung sogar niederschwelliger sein als die persönliche Beratung. Von der schriftlichen Form, ähnlich der E-Mail-Beratung, profitieren auch jene, denen das Aufschreiben und Sortieren ihrer Anliegen als solches schon gut tut. Hier gibt es zwischen Fragen und Antworten eine zeitliche Verzögerung und das gibt auch Zeit zum Nachdenken und kann ein Vorteil sein. Außerdem sind Fragen und Antworten gespeichert und können öfter gelesen werden bei diesen textbasierten Formen der Online-Beratung. Das alles gilt für Kundinnen, die sich mit dem Schreiben leicht tun und nicht allzu viele Gedanken darüber machen, ob sie sich jetzt richtig oder falsch ausdrücken. Der Chat wird bezüglich richtig oder falsch oft niederschwelliger erlebt. Andererseits gibt es bei chatartigen Formen wieder einen gewissen Zeitdruck. Einen großen Vorteil haben alle Formen der Online-Beratung natürlich gemeinsam und das ist die örtliche und zeitliche Flexibilität. Man ist nicht mehr von einer Beratungsstelle mit den richtigen Öffnungszeiten in der Nähe abhängig. Das kann am Land sehr wichtig sein oder bei Auslandsaufenthalten oder auch bei Krankenständen oder Betreuungspflichten und diversen ähnlichen Situationen. Eine weitere Gemeinsamkeit aller Online-Beratungsformen möchten wir aber auch nicht verschweigen, aber das ist natürlich die Abhängigkeit von einer einfachen und zuverlässigen Technologie. Wenn die Technologie streikt oder die Verbindungsqualität schlecht ist, dann ist auch die Beratung gestört. Klar ist jedenfalls, dass die neuen Formen der Beratung von den Beraterinnen ganz neue Kompetenzen fordern und zwar nicht nur die Technologien betreffend, sondern auch Kompetenzen zur besonderen Gesprächsführung unter den veränderten Bedingungen.
Sowohl Mailberatung als auch Skype-Beratung brauchen daher mehr Einschulung, als wir es hier im EBMOOC bieten können. Ich darf an dieser Stelle eine E-Learning-Expertin bei uns begrüßen, die selbst vor kurzem die Erfahrung als Online-Beratungskundin gemacht hat. Sie hat ihre Erfahrungen reflektiert und kann uns vor diesem Hintergrund ein paar Informationen geben aus Sicht einer informierten Kundin. Ich bin seit knapp 20 Jahren in der Informations- und Kommunikationstechnologie tätig, begleite jetzt seit 2010 EPUs und KMUs als selbstständige Beraterin im Bereich Online-Marketing, Internet-Marketing und im Umgang mit sozialen Medien. Für mich ist wichtig, dass ich aus dieser Komplexität der Technologien dem Kunden eine einfache Lösung präsentieren kann. So, da bin ich gefordert. Also ich war in einem Business Coaching zur Förderung meiner beruflichen Entwicklung und das war eine Mischung aus Expertinnenberatung und Prozessberatung. Insgesamt hatte ich 6 Termine in einem Zeitraum von 5 Monaten. Und die Beratung haben wir über Skype gemacht, also telefonisch. Ja, die Termine selbst haben wir über Gmail und Google koordiniert. Also das waren die Hauptinstrumente in diesem Beratungsangebot. Was mir besonders gut gefallen hat, war, dass ich dieses Coaching sehr gut in meinen beruflichen Alltag integrieren konnte. Also wir waren zeitlich flexibel und auch örtlich flexibel. Mein Coach ist selbst sehr international tätig, das heißt nicht wirklich greifbar persönlich, aber doch sehr präsent online. Und ich selbst war auch einmal im Ausland und konnte dann im Ausland das Coaching nutzen. Das hat mir sehr gut gefallen. Also das ist einfach einfach. Also die besondere Herausforderung im virtuellen Coaching, im Online-Coaching, jetzt telefonisch, ist das Zuhören. Also ich sehe es als eine spezielle Kompetenz an, die notwendig ist, dass so ein Coaching erfolgreich werden kann. Ich habe nämlich gemerkt, dass das oft Kleinigkeiten schon vieles aussagen. Es gab einen Moment im Coaching, mit dem ging es mir körperlich gerade nicht gut. Und ich habe das einfach erwähnt, weil es, ja, weil es gerade so war. Und schlussendlich war es wesentlich, um mich in meiner Fragestellung zu einer Lösung zu bringen. Mein Coach hat das sofort aufgegriffen und hat dieses, dass es mir nicht gut geht, als Hinweis genommen, um mich meinem Ziel näher zu bringen. Mir war das gar nicht so bewusst. Also der Coach hätte das wahrscheinlich sogar gemerkt, wenn ich nichts gesagt hätte, weil man ja sehr schnell merkt, ob jemand bei der Sache ist online oder nicht. Und das ist diese Kompetenz, die es braucht, wirklich zuzuhören und zu merken, ob der Coach jetzt da ist oder nicht. Wir hatten nicht jede Stunde störungsfreie technologische Möglichkeiten. Das heißt, Skype war plötzlich unterbrochen, das Telefonat über Skype war nicht mehr möglich. Mein Coach hat dann ganz schnell mir eine SMS geschickt oder mir eine E-Mail geschickt oder eine Chatnachricht über Skype. Das heißt, sie hat immer die Verbindung zu mir gehalten, was für mich sehr wichtig war in diesem Prozess, weil man verliert sich irrsinnig schnell, ob das jetzt eine E-Mail ist, die von jemandem kommt oder ein anderer Skype-Kontakt, der einen anschreibt. Es kann ganz schnell gehen, dass man aus diesem Beratungsprozess sich entfernt und damit auch weg vom eigenen Coaching ist. Also aus meiner Sicht haben wir Social Media, die wir sehr gut nutzen können, um Beziehungsarbeit zu leisten, um einen guten Coach-Coachee, um eine gute Coach-Coachee-Beziehung zu halten. Und das sollten wir nutzen. Ich finde es zum Beispiel
sehr nett, wenn ich einen guten Morgensmiley bekomme am Tag des Coachings, der mich darauf einstimmt und erinnert, dass es ja heute wieder soweit ist. Und das ist etwas ganz Einfaches, das kann man über WhatsApp machen, über Skype machen, es würde auch ein E-Mail gehen. Das heißt, viele, viele verschiedene Instrumente werden uns angeboten, mit denen wir eine Beziehung aufbauen können. Und das ist das große Thema, das wir zu nutzen haben, also die vielen Instrumente, die richtig konstruktiv in unserer Arbeit einzusetzen. Diese Erfahrungen gilt es also zu bedenken, wenn man ein Online-Beratungsangebot macht. Ich fasse nun nochmal zusammen, was mit Online-Beratung überhaupt gemeint ist. Eine gute Definition für Online-Beratung besagt, dass Online-Beratung sämtliche Formen der Beratung einschließt, die auf die Infrastruktur des Internets angewiesen sind, um den Prozess der Beratung zu gestalten und die sowohl synchron oder asynchron textgebunden, also in Foren, Einzelberatung oder Chats, als auch synchron und textungebunden über Videochat, Avatare oder Internettelefonie stattfinden können. Ebenso sind Mischformen denkbar, wenn beispielsweise in einem Chat nebenbei geschrieben werden kann oder wenn beim Einsatz von Avataren über das Mikrofon gesprochen wird. Im Umkehrschluss heißt das auch, dass einfaches Telefonieren nicht zur Online-Beratung gehört, weil es kein internetfähiges Medium voraussetzt. Zur Online-Beratung gehört aber auch die Möglichkeit, über ein Kontaktformular einer Einrichtung oder Person eine Nachricht zu senden. Wenn dies auf Basis einer E-Mail-Adresse geschieht, dann ist es aber nicht anonym. Das gilt für jede Form der unverschlüsselten E-Mail-Korrespondenz und im Grunde gilt es in ähnlicher Form auch für die Forenberatung. Die unverschlüsselten Formen gelten als unzeitgemäß und werden daher weniger empfohlen. Bis vor wenigen Jahren waren die Einzelberatung per Mail, per Chat oder in einem Forum die einzigen Formen der Online-Beratung und sie dominieren noch immer in den meisten Beratungsstellen. Sie alle sind textbasiert. Die videobasierten Formate sind erst in den letzten Jahren zunehmend verbreitet. So wurde beispielsweise von der Bildungsberatung Wien im Jahr 2015 die Skype-Beratung eingeführt. Außerdem gibt es zunehmend häufig Formen des Blended Counseling, also Kombinationen von Online- und persönlicher Beratung. Kundinnen switchen auch zunehmend zwischen Skype, Mail und persönlichen Treffen, wenn es möglich ist. Da gibt es aber noch große altersspezifische Unterschiede. Neben diesen Formen existieren auch Beratungen in virtuellen Räumen, wie beispielsweise Second Life, also einer von Benutzerinnen mitgestalteten virtuellen Welt, in der Menschen durch Avatare, also digitale Stellvertreterinnen, miteinander interagieren. Hier findet ebenfalls Beratung statt, auf die wir aber nicht näher eingehen wollen. Für die Praxisvideos konzentrieren wir uns jetzt auf die beiden aktuellen Hauptformen, nämlich die textbasierte Online-Beratung einerseits und die Beratung mit Videotelefonie andererseits. In dieser Einheit ist es uns ausnahmsweise nicht gelungen, uns auf Gratis-Tools zu beschränken, aber bleiben Sie einfach dran und sehen Sie gemeinsam mit uns weiter.